löse in der Menge R die trigonometrische Gleichung 2 mal Sinus von 2x plus Cosinus von 2x gleich minus 2 und stelle die Lösungen, die zum Intervall von 0 eingeschlossen bis 2π ausgeschlossen gehören, auf den trigonometrischen Kreis dar. In dieser Gleichung, die wir lösen sollen, sehen wir den Winkel 2x und da auch. Diesen Winkel stellen wir gleich groß x. Und jetzt wenden wir das klassische Verfahren mit klein t an. Wir stellen klein t gleich Tangens von groß x halbe, also ist t gleich Tangens von x. Und dann wird die Gleichung in groß x zu dieser und die Gleichung in klein t zu dieser. Diese Gleichung in klein t führt dann sehr schnell zu dieser Gleichung zweiten Grades mit der unbekannten klein t. Und in dieser Form geschrieben sehen wir, falls es zwei Lösungen gibt, muss ihre Summe gleich minus 4 sein und ihr Produkt 3. So. Demzufolge kann es sich nur um die Lösungen minus 1 und minus 3 handeln, also haben wir zwei Fälle zu bearbeiten, t gleich minus 1 und t gleich minus 3. Wenn t gleich minus 1 ist, dann bedeutet das, dass Tangens von x gleich sein muss zu Tangens von minus pi Viertel, denn Tangens von minus pi Viertel ist gleich minus 1. So haben wir eine trigonometrische Grundgleichung, aus der wir sofort schließen, x gleich minus pi Viertel plus kpi, wo k eine ganze Zahl darstellt. Diese Lösungen zeichnen wir schon mal im trigonometrischen Kreis ein. Hier haben wir den Winkel minus pi Viertel, plus pi ist auch Lösung, plus pi, dann sind wir wieder da, minus pi sind wir wieder da, also all diese Lösungen befinden sich da und da. Jetzt der zweite Fall, wenn klein t gleich minus 3 ist, dann bedeutet das, dass der Tangens von x gleich minus 3 ist. Und minus 3 kann man auch so schreiben, Tangens von Arcustangens von minus 3. So haben wir auch eine Grundgleichung und der Arcustangens von minus 3, das ist minus Arcustangens von 3, weil die Funktion Arcustangens ja ungerade ist. Und somit finden wir diese Lösungen, x gleich minus Arcustangens von 3 plus k mal pi, wo k wieder eine ganze Zahl darstellt. Auch diese Winkel können wir im trigonometrischen Kreis einzeichnen. Zuerst zeichnen wir den Tangenswert minus 3 ein, der ist genau da. Und diesen Punkt verbinden wir mit dem Ursprung, so erhalten wir hier genau den Winkel Arcustangens von minus 3. Also dieser Winkel, das ist minus Arcustangens von 3. Und dann wird jedes Mal Pi addiert, also sind wir da, plus Pi, plus Pi, plus Pi oder auch minus Pi, minus Pi. All diese Lösungen befinden sich da und da. All diese Lösungen fassen wir also zusammen in der Lösungsmenge dieser trigonometrischen Gleichung. Es ist die Menge folgender Winkel, minus Pi Viertel plus k mal Pi, und minus Arcustangens von 3 plus k mal pi, wo k eine ganze Zahl bezeichnet. Jetzt sollen wir noch die Lösungen in diesem Intervall zeichnen. Das sind diese Lösungen. Pi minus Arcustangens von 3, 3 pi Viertel, 2 pi minus Arcustangens von 3 und 7 pi Viertel.